Punkt 23 ab 2 am Nachmittag ist der Direktflug mit dem BSC IB aus Istanbul zu Bern-Belp gelandet. Der Flug ist mit rund 1,5 Stunden Verspätung in der Schweiz angekommen. Die Mannschaft war verständlicherweise gut gelaunt und ist sich bewusst, dass jetzt Istanbul ein Big Point gelandet hat. Ja, wenn man schon nur das Budget von dieser Mannschaft sieht, ich glaube, bis 10 oder 15-fache von uns. Und das ist natürlich schon etwas Geniales. Es ist etwas, das man nicht alltäglich erlebt, wenn man vor 45'000 Zuschauern, die den ganzen Match auspfeifen, ist natürlich etwas Unglaubliches. Aber ich muss sagen, Chapeau, sie haben nach dem Match haben sie uns eigentlich auch noch applaudiert und muss sie auch ein Kompliment machen an die Zuschauer. So ein Spiel wie gestern gibt einem Team auch Auftrieb für einen Meisterschaftsalltag. Es spielt sich alles im Kopf ab. Es ist schwierig, nach so einem Highlight im Kopf 100%ig bereit zu sein. Wenn vielleicht Bayern noch ein bisschen müde sind, muss man aber mehr als 100% bereit sein. Und das haben wir in Bellinzona ganz klar nicht geschafft. Das war eine schwache Leistung. Aber wir haben Moral gezeigt, sie waren unter Druck. Und jetzt haben wir können reagieren in Istanbul. Wichtig ist, dass wir jetzt am Sonntag eine Meisterschaft nachlegen können. Ich hoffe, dass das gibt eine zusätzliche positive Kick auch für die Meisterschaft. Und schon Sonntag, da wir kommen mit einer hohen Konzentration und wir zeigen so eine Leistung auch gegen GCM. Rund 200 Fans haben ihren Club am Flughafen herzlich empfangen und Spieler haben das Bad in der Menge genossen. Über den nächsten Gegner denken die IB-Spieler aber noch nicht nach. Nein, ich habe mir jetzt ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe mich jetzt extrem darüber gefreut, dass wir es geschafft haben, dass wir jetzt sicher mal in der Euroliga sind. Und jetzt vielleicht mit dem nötigen Glück schaffen wir es ja auch in der Champions League. Aber jetzt müssen wir sicher mal zuerst mal den Sieg genießen, den wir gestern geschafft haben. Und dann schauen wir weiter. Gross geniessen können die Spieler die Rückkehr nicht. Direkt nach der Ankunft am Flughafen ist es weiter ins Stade Suisse gegangen, wo es noch ein Training gegeben hat.